Wir hatten heute die Sitzungen von Präsidium und Parteivorstand der SPD in bester Stimmung. Im Mittelpunkt stand das Konjunkturpaket, das wir mit dem Koalitionspartner in der vergangenen Woche verhandelt haben. Dieses Konjunkturpaket umfasst wichtige sozialdemokratische Elemente, nämlich dass für uns Konjunkturförderung bedeutet, wir wollen die private Nachfrage steigern. Wir wollen auf der anderen Seite den betroffenen und bedrängten Unternehmen helfen. Wir wollen den Städten und Gemeinden helfen, wieder in eine Lage zu kommen, richtig zu investieren in Straßen, in Schulen, in Infrastruktur. Und wir wollen Zeichen setzen, dass wir da fördern und so fördern, dass etwa in der Automobilindustrie die Weichen in Richtung Zukunft gestellt werden. Das heißt für uns, dass wir nicht Verbrenner fördern, aber E-Mobilität, den Umstieg auf die E-Mobilität, aber für Forschung und Entwicklung und auch die Entwicklung neuer Antriebe. Ich glaube, das ist zusammen mit steuerlichen Erleichterungen ein ganz wesentlicher Punkt. Ein anderer Punkt, über den wir gesprochen haben, ist die Übernahme der europäischen Ratspräsidentschaft. Ich glaube, auch das ist etwas, was im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Krise steht. Wir haben nur eine Chance, sie zu überwinden, wenn wir in Europa eng zusammenarbeiten. Und ich glaube, auch da sind ja Voraussetzungen geschaffen worden, auch ganz klar mit sozialdemokratischer Handschrift, dass wir eine Finanzierung Europas auf die Beine stellen, die alle befähigt, am Ende über diese Krise hinwegzukommen. Bin ich vielleicht gar nicht kleiner? So. Moment, jetzt können Sie noch ein Stück vorkommen, weil. Klar. Weil jetzt ist die Lampe hier. Gucken Sie mal kurz dahin, dann ist es glaube ich. Damit Sie sehen, wie die Reflexe sind, ja. Das ist immer schwierig mit den Brillen. Genau. Die gute Wahrnehmung und die positiven Rückmeldungen, die wir zu dem Konjunkturpaket bekommen, zeigen uns ganz deutlich, dass wir die richtigen Antworten geben, dass wir sowohl vor allem in Richtung Familien noch mal ein ganz deutliches Signal geben. Ihr seid wirklich die Stütze dieser Gesellschaft. Wir sehen eure Belastung, wir sehen eure Bedarfe, deswegen dieser Kinderbonus von 300 Euro, aber auch eben Investitionen in Bildung und Betreuung in den Kommunen, damit die Institutionen dort auch für die Zukunft fit gemacht werden können, zum einen, aber auch für jetzt notwendige Hygienekonzepte investieren können. Und zum anderen weisen wir mit diesem Konjunkturpaket ganz stark in die Zukunft. Wir gestalten den digitalen Wandel in Wirtschaft, in Staat und Gesellschaft. Da kommen wichtige, große Anstrengungen auf uns zu. Und der Staat wird dort mit Investitionsmitteln, mit Fördermaßnahmen ganz besonders unterstützen, damit viele Menschen, damit alle Menschen am digitalen Wandel und an den positiven Auswirkungen auch gut teilhaben können. Jo. Ja. Gut. Danke.